So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. Wir sind jetzt ja relativ weit in der Hauptquest. Also wir haben jetzt nur noch ja zwei Aufgaben vor uns und wir müssen nach Rudelheim, aber zunächst müssen wir mit dem guten Nafala sprechen, denn der gute Seisahan ist nicht ganz so zufrieden mit unseren Verbündeten, weil er kommt und geht, wie es ihm beliebt. Und wie komme ich denn jetzt da hoch? Habe ich das richtig? Ne, das Rudel von Acker durch ein einsames Grab. Findet ein nicht gekennzeichnetes Grab. Ach, das ist die. Das ist die tägliche Aufgabe. Ah, jetzt macht das alles einen Sinn. Genau, wir müssen nämlich jetzt hier rechts und dann wieder links. Und dann kommen wir zu dem wundervollen, großen, roten Drachen. Ja, und wir brauchen ja seine Hilfe, um halt Latvulon zu besiegen. Und ich hoffe mal, dass das dem guten Nafala bewusst ist. Ihr schreitet zielstrebig voran, Jägerin. Was beschleunigt euren Schritt? Latvulons Kult greift ein Tempel namens Rudelheim an. Wisst ihr warum? Latvulon erschrickt ob der Schatten seiner Vergangenheit. Die Karts Khal'Zul sind nicht mehr. Und doch fürchtet er sie immer noch. Was sind die Khas Khal'Zul? Jämmerlich. Entschuldigung, ich wollte euch jetzt nicht unterbrechen, aber was sind die Khas Khal'Zul? In eurer Zunge das Rudel von Al'Ghash. Khajitische Krieger aus längst vergangenen Zeitaltern. Ich gebe euch einen Rat, Jägerin. Rudelheim ist eure Mühe nicht wert. Warum? Wir müssen uns auf die vor uns liegende Schlacht konzentrieren. Die Rettung von Priestern bringt unsere Sache kaum voran. Bei diesem Bündnis geht es nicht nur darum, Latvulon zu besiegen. Wir müssen auch Elsweyr beschützen. Warum sollte man sich für einen derart unbedeutenden Sieg in Gefahr bringen? Lasst diese Priester sterben, damit ihr überleben und den Kampf anderswo fortführen könnt. Ja, aber wir können ja die Priester ja auch gebrauchen. Vielleicht wissen die ja irgendwas, wie man Latvulon besiegen kann, beziehungsweise seine Macht eindämmen kann. Die Drachengarde wird Rudelheim beschützen, mit oder ohne eure Hilfe. Gut. Ich mache mich auf den Weg nach Rudelheim. Zum Wohl unserer Allianz. No, ich hab ihn überzeugt und es ist schon wieder weg. Okay. Oder? Ja. Aber wir können ja gleich jetzt nach Rudelheim gehen. Verzeihsehan stolz auf uns sein, dass wir den guten Nafala dazu überzeugen konnten, uns zu unterstützen. Müssen nicht noch mehr Menschen sterben. So, da sind wir wieder. Ach so. Ein Begleiter. Ich dachte jetzt schon, was das für ein Tageding ist. Durchsuch das Gebiet. Wir müssen herausfinden, was der Kult in Rudelheim will. Naja, ich meine, es gibt ja bestimmt einen Grund, warum der Kult Rudelheim angreift. Bestimmt hat irgendwas in ihre Machenschaften zu begeben. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir den Kult bei dieser Sache stürzen. Beziehungsweise aufhalten. Stürzen werden wir den auf jeden Fall nicht. Hallo, hallo. Oh nein. Das! Oh nein, es ist ja tot. Nee, egal. Ist nicht egal. So. Die armen Leute, ne? Die armen Leute. Was, Kuh? Ach, da haben noch jemanden. Ich habe mich gerade gewundert. Ich habe es nur gehört, wie mich jemand entdeckt hat, aber ich konnte es gerade nicht zuordnen. Jaska! Hier drüben, Wanderin. Die Clanmutter schrieb das. Es könnte wichtig sein. Das Rudel von Al'Ghash, von Clanmutter Hisuni. Al'Ghash schwebt und verknüpft die Fäden zu einem Wandteppich endloser Zeit. Er sieht einen losen Faden, runzelt die Stirn mit seiner Kralle, sticht er durch den Stoff, fängt den Faden ein und zieht ihn nach unten.
Die Fäden sind wieder geordnet. Ich singe von diesem Wandteppich über diese straffen Fäden endloser Geschichte. Die Priester von Rudelheim stimmen mit ein bis unserer Stimmen voll Harmonie klingen. Wer sich den Rudel von Alkosch anschließt, wird zur Kralle des Drachenkönigs, um diese losen Fäden gerade zu ziehen. Sie kommen als jung zu uns, sie unter der dunklen Eklipse geboren wurden. Sie sind vergessene Mänen, dazu verdammt niemals zu herrschen. Wir geben ihnen Bestimmung, Führung. Wir singen die Worte Alkosch, damit seine Weisheit sich in ihren Herzen sammeln kann, wie am Boden eines Stundenglases. Diese geheimen Verteidiger, die sich im Rudel von Alkosch anschließen sollen. Wenn Alkosch die Stirn runzelt, erhebt sie sich. Wenn es war ja Wein, kämpfen sie. Und in ihrem letzten Atemzug wird Genacht sie bei ihnen sein, um sie zu den Sanden hinter den Sternen zu geleiten. Hinter Rudelheim steckt mehr als gedacht. Ja. Das Rudel von Alkosch. Vergessene Mähnen, die die Fäden der Zeit beschützen. Versteckt in diesem bescheidenen Tempel. Da kämen uns ja damit aus. Nafala erwähnte das Rudel von Alkosch. Er sagte, Latvulon würde es fürchten. Das ergibt Sinn. Dieses Rudel von Alkosch beschützt Elsweyr in Zeiten großer Not. Drachen, die Pläne schmieden, um uns alle zu vernichten, würden da doch sicherlich zählen, ja? Wo sind diese Krieger denn dann? Warum verteidigen sie Rudelheim nicht? Ich wünschte, ich wüsste es, Wanderin. Wir könnten die Verstärkung auf jeden Fall gebrauchen. Ihr solltet die Clanmutter suchen und herausfinden, was sie weiß. Das heißt, wenn sie noch am Leben ist. In Ordnung, ich werde nach der Clanmutter suchen. Ihr findet Saji weiter vorn. Er hat irgendwelche Glocken gehört und ist vorgelaufen. Recht wagemutig von ihm. Er hat eine große Klappe. Aber für direkte Kämpfe ist er eigentlich nicht zu haben. Hat unser kleiner Kapitän endlich doch seinen Mut gefunden? Wie ist die Lage, Kaska? Die Lage ist nicht gut, falls es das ist, wonach ihr fragt. Viele der Mondpriester sind bereits tot und der Kult hat sich über ganz Rudelheim ausgebreitet. Ich beginne mich zu fragen, was wir hier noch an Gutem tun können. Wir sollten zumindest herausfinden versuchen, warum der Kult Rudelheim angegriffen hat. Einverstanden. Worauf immer er es auch abgesehen haben mag, wir müssen dafür sorgen, dass der Kult es nicht bekommt. Selbst wenn es hier nur um Informationen gehen sollte. Genau. Die Clanmutter sollte etwas wissen. Seht, ob ihr sie finden könnt. Ja, ich gebe mein Bestes. In der Hoffnung, dass sie noch nicht tot ist. Aber das scheint, oder müsste ja der Wandteppich sein, dessen Fetzen wir ja gerade über ganz Elsweyr suchen müssen. Zumindest würde das Sinn ergeben. Und warum? Die haben wir ja alle hier getötet. Das ist so sinnlos einfach nur. Alles einfach nur sinnlos. Hey, seht euch das an! Ein Brief von Sajis Mutter! Verwunderlich, nicht wahr? Ja. Clanmutter Hisuni, zweifellos habt ihr gehört, dass die Drachen entfesselt wurden. Sie suchen anders ihre Art in den tiefen Gründen dieser Welt und haben selbst den Dämon aus dem Osten freigelassen. Wir beide wussten, dass dieser Tag kommen würde und wir beide wissen, was das bedeutet. Der Dämon aus dem Osten muss von den Kriegern, die vom Geist Alkosch erfüllt sind, zerstört werden, wie es schon immer geschrieben stand. Es wird Zeit, diese uralte Schlacht zu Ende zu führen, wie es dem Rudel von Alkosch seit jeher vorbestimmt war. Ich hoffe, euer auserwählter Krieger ist bereit. Versagen ist keine Option. Clanmutter Tadali. Dieser wusste nicht, dass ein Dämon aus dem Osten, das Rudel von Alkosch. Was meint Mutter bloß damit? Ihr wurdet im Tempel großgezogen. Ihr müsst etwas über all das wissen. Nun, dieser erinnert sich an etwas über das Rudel von Alkosch. Es bestand aus Kriegern, die während einer Mondfinsternis geboren wurden. Das machte sie noch empfänglicher für den Fluss der Zeit und den Ruf der Monde. Einigen verlieh dies die nötige Weisheit, um zu einer Mähne zu werden, einem Anführer. Andere hingegen... Andere hingegen? Sie folgen einem schwierigen Pfadwanderin. Da sie unter dunklen Monden geboren sind, ist der Ruf der Trommel von Lorkatsch für sie noch klarer. Oder zumindest behaupten das die Geschichten. Ihr solltet Sai-Sahan davon berichten. Er ist tiefer in der Anlage. Ich werde Sai-Sahan wissen lassen, was wir entdeckt haben. Vielleicht hält Mutter den Federkiel im Mund? Kann sich das jemand vorstellen? Konzentriert euch, Saji. Warum sollte eure Mutter einen Brief nach Rudelheim schicken? Keine Ahnung. Mutters Tempel verehrt Genardi, während Rudelheim Alkosch geweiht zu sein scheint.
Sie gehören beide zu den Acht, das stimmt schon, aber... Tatsächlich gibt es da eine Legende, an die Saji sich erinnert. Eine Legende? Eine von Sajis Lieblingslegenden. Es gab einmal eine khajiitische Kriegerin, die von Alkosh höchst selbst gesegnet war. Sie kämpfte gegen einen mächtigen Dämon, der von Eis und Tod durchdrungen war. Obwohl es der Kriegerin gelang, den Dämon wegzusperren, überlebte sie die Schlacht nicht. Ich verstehe, wo Alkosh in dieser Geschichte seinen Auftritt hat, aber was ist mit Kenati? Saji wäre gleich zu diesem Teil gekommen. Der Leichnam der Kriegerin wurde in den Tempel von Kenartis Atem gebracht, wo die Mondpriester 4 Tage und 4 Nächte über ihm beteten. In der 4. Nacht, als beide Monde voll waren, erschien Kenarti selbst. Was ist dann geschehen? Nach einem einzigen Wink mit Kenartis Pfote erhob sich der Geist der Kriegerin aus ihrem Leichnam. Gemeinsam flogen sie in den Himmel, an den Sanden hinter den Sternen vorbei und gingen an einen Ort jenseits allem, was man kennt. Dort hieß Alkosh seine Kriegerin zu Hause willkommen. Kenati geleitet also diese Kriegerin in das Reich von Alkosh. So will es die Legende. Doch eine khajiitische Geschichte ist in etwa so verlässlich wie, sagen wir mal, die Zuneigung einer Dirne. Mhm. Beides sollte man nicht zu ernst nehmen. Alles klar. Ja, ja, ja. So. Aber ich denke mal, für die Clanmutter ist alles zu spät, oder? Leider wahrscheinlich zu spät. So, dann suchen wir das Gebiet nordöstlich einfach mal weiter. Erhaltet nur den Druck dort aufrecht. Junge Zahl. So, da unten haben wir noch jemanden. Und der. Achso, jetzt ist er weg. Ach, Alelia. Ihr gehört zur Drachengarde, ja? Wisst ihr, wer unseren Tempel angreift? Der Orden des Neuen Mondes, ein Drachenkult. Er wird von einem Drachenpriester Rakajin angeführt. Rakajin? Nein. Er wurde in diesem Tempel aufgezogen. Wir waren in allem bis aufs Blut Brüder. Und doch ist er derjenige, der so viel Tod und Vernichtung gesät hat. Das kann nicht wahr sein. Es ist wahr. Wir versuchen, ihn aufzuhalten. Wisst ihr, warum Rudelheim angegriffen wurde? Sie sind auf die Clanmutter aus. Nur Siva weiß nicht, warum. Bitte, ihr darf nichts zustoßen. Ihr müsst sie finden. Als dieser sie zum letzten Mal sah, war sie auf dem Weg in den inneren Tempel. Okay. Saisahan ist vorgegangen. Erzählt ihm von der Clanmutter, während ich diesen hier wieder auf die Beine bringe. Okay. Aber erst nehmen wir mal das Diebesgut mit. Ja gut, die Schatzkarten braucht man nicht unbedingt. So, dann müssen wir jetzt weiter in Richtung Westen. Da haben wir den guten Saisahan schon. Hallo. Und sind auch alle tot. Die Kultisten sind rasch durch Rudelheim gezogen. Ich vermute, dass uns weitere von ihnen jenseits dieses Tors erwarten. Die Mondpriester hier hatten nicht einmal Waffen, um sich zu verteidigen. Warum sollte der Orden des Neuen Mondes diesen friedlichen Ort angreifen? Ich bin mir nicht sicher, warum, aber ich glaube, sie sind hinter der Clanmutter her. Einer weisen Frau der Khajiit? Hm. Vielleicht trachten sie nach ihrem Wissen. Es heißt, die Clanmütter behalten viele Geheimnisse für sich und täuschen andere mit Halbwahrheiten und Rätseln. Wisst ihr, wo diese Clanmutter ist? Mir wurde gesagt, sie floh hier durch den inneren Tempel. Der Kult folgte dicht auf. Dann lasst uns hoffen, dass wir sie vor dem Kult erreichen. Wir sollten uns in Bewegung setzen. Absolut. Uns kommt keiner hinterher gerannt. Okay. Der innere Tempel liegt vor uns. Abmarsch. Ja, ja. Mal gucken. Okay, wir müssen hier entlang. Ah, über uns. Nafalar. Er hat sich doch noch entschieden, aufzutauchen. Ja, ich hoffe, der stirbt nicht. Ey, wenn der stirbt, dann heule ich hier mir die Augen wieder aus. Im Kopf. Aber ist es nicht trotzdem irgendwie wieder fahrlässig, dass diese ganzen Mondpriester einfach schutzlos der ganzen Sache entgegenstanden? Ich meine, dass da wenigstens vielleicht ein oder zwei Krieger gibt, die vielleicht richtig stark sind, die halt wirklich
solche Kultisten etc. Besiegen können. Ich meine, es bringt ja nichts, wenn man so einen Orden mühselig jahrzehntelang aufbaut, nur damit die halt innerhalb von 5 Minuten niedergetrampelt werden können. Wir halten euch den Rücken frei. Ja. Ihr könnt auf uns zählen. Wo ist denn Saisa Hahn? Der ist schon bestimmt schon wieder vorgelaufen. Warte mal gucken. Kommen wir hier irgendwie runter? Nee. Wir haben ja auch keinen Wandteppichfetzen, ne? Nee, wir haben nur einen Affen. Da bist du Saisa Hahn. Ach, okay. Ja, dass man, oder das, also, dass die Priester einfach überhaupt gar keine Magiker haben oder irgendwelche Verteidigungsmechanismen, das ist doch schon fahrlässig. Durch und durch. Könnte ich mich aufregen schon wieder. Dann geht so meine Stimmlage wieder ein kleines bisschen höher. Weil so viel Fahrlässigkeit. Bei Sebs Schuppen. Seht, ob sie noch atmet. Wo sind die überhaupt? Moment, wir gucken uns eben kurz hier um. Ja. Die müssen bestimmt dann hier durch wahrscheinlich oder nirgendwo durch. Ah, guck mal, die Wandgeister. Ja, schön, das freut mich. Ah, Admant, nehmen wir mit. Ja, das ist alles ein kleines bisschen doof gelaufen, ne? Gute Frau. Die Drachengarde kommt uns zu Hilfe. Ja, bitte zu spät, ich und weiß, wieder aber werden die Fäden verflochten. Hisuni hat noch ein Lied in ihr, auch wenn sie womöglich zu schwach ist, um es zu singen. Werdet ihr ihm lauschen? Ja, dann danach, aber ich muss wissen erst einmal, warum der Kult euch angegriffen hat. Dann müsst ihr zuhören. Einst wurde ein Junges unter den verfinsterten Monden geboren, vom Schicksal nicht dazu ausersehen, als Mähne zu führen, sondern dazu, sich dem Rudel von Alkosch anzuschließen. Und ist das schlimm? Wir bildeten ihn als heiligen Krieger aus, als verborgenen Beschützer. Doch das reichte Rakashin nicht. Rakashin hätte sich dem Rudel von Alkosch anschließen sollen. Ja, aber Gier vergiftete sein Herz. Er wollte über Elsweyr herrschen, anstatt es zu beschützen. Dann kehrte der Dämon aus dem Osten zurück. Das wird Fulon wahrscheinlich. Die Macht eines neuen Mondes. Und Rakashin lauschte ihm. Wer ist der Dämon aus dem Osten? Keine Zeit. Keine Zeit. Alkosch, schenke dieser noch einen Augenblick länger. Die Maske. Ihr müsst die Maske finden, bevor Rakashin es tut. Sucht den Pfad. Lasst euch von unserer Gründerin führen. Ihre Statue wird sie irrt. Klar, Mutter Hisuni. Trete zurück, Drachengardistin. Sie ist von uns gegangen. Ja, ich bin schon zurückgetreten. Die Clanmutter sprach von der Statue. Ja. Wir sollten sie untersuchen. Ja. Hält man nochmal schön übers Gesicht. Jadari, die Endlose. Kenatis Atem und Lorkash Schatten. Sie beschritt die Wege mit Stolz, Azuras Licht und Alkoschs Brüllen. Sie verbeugte sich und ward so gesegnet, rote Beste, Horn und göttliche Maske. Ihr Ende war nur ein Anfang. Stimmt, weil Jadari ist ja das Horn vom Nafala. Und da ist wahrscheinlich die Maske, die gehört wahrscheinlich auch zum Nafala. Die Statue trägt eine Maske, oder nicht? Ja. Also hat wahrscheinlich eine Maske getragen, nehme ich an. Was hat euch die Inschrift verraten? Die Statue stellt Jadari dar. Die Inschrift erwähnt das Horn einer roten Bestie und eine göttliche Maske. Jadari? Wie im Horn von Jadari? Nafala hat offenbar einiges zu erklären. Ist es jetzt schlimm? Diese Jadari muss dem Rudel von Alkosch angehört haben. Vielleicht war sie sogar seine Gründerin. Warum sonst sollte man ihre Statue derart prominent ausstellen? Und Rakashin will diese göttliche Maske, auch wenn wir uns nicht sicher sind. Weshalb? Vielleicht verleiht ihnen das ja die Kraft eines Drachen. Das könnte ich mir vorstellen, aber
Schau mich jetzt nicht so an, Seißer Hahn. Ich kenne mich doch auch jetzt hier nicht aus, was Nachfaller. Ob wir ihm jetzt trauen können, ob er uns nur ausgenutzt hat, weil ihm gehört ja das Horn von... Also, das Horn wurde nach Shadari benannt und Shadari hat doch mit Sicherheit ihm den Zacken da rausgebrochen aus seinem Horn. Die Maske hat bestimmt auch irgendwie Nachfaller oder steht mit ihm in Verbindung. Die Clanmutter bat darum, dass wir die Maske finden, bevor Rakajin es tut. Von daher kann ich nur annehmen, dass sie ein Relikt von großer Macht ist. Etwas, was wir nicht in den Händen des Kults sehen wollen. Wir müssen diese göttliche Maske aufspüren, bevor der Orden des neuen Mondes uns zuvorkommt. Aber wir haben keine Ahnung, wo die Maske ist. Dann lasst uns sehen, was unsere hiesige rote Bestie dazu zu sagen hat. Hoffentlich ist Nafala in der Nähe. Fragen wir ihn nach Yadari und der göttlichen Maske, die ihre Statue trägt. Vielleicht ist er diesmal etwas gesprächiger. Ich finde es immer lustig, wie man eigentlich Yadari sagt, dann Yadari und Yadari. Dass man sich ja nicht einigen konnte bei der Synchronisation, wie man Yadari, Yadari richtig ausspricht. Ist für mich ein kleines Rätsel, aber das sieht schon echt imposant aus. So eine richtig coole Maske. Ich will auch so eine Maske tragen, Sai. Wäre auch ganz so ein Drachenpriester. Die Clanmutter? Ist tot. Zu spät. Sie war tot. Kalshin das tun. Hisuni war wie eine Mutter für ihn. Für uns beide. Die Gerechtigkeit holt Rakajin irgendwann ein. Wie er recht. Rache bedeutet den Toten wenig, Drachengardist. Ich bin gekommen, auch wenn es vielleicht nicht viel gebracht haben mag. Naja, ihr habt ja die Kultisten jetzt nicht angegriffen. Ihr seid nur am Himmel von rechts nach links geflogen und das war's. Der Kurs sucht nach einer göttlichen Maske, die dem Rudel von Alkosh gehört. Wir müssen sie vor ihm finden. Die Maske von Alkosh. Ladvolon ist ein Narr. Sein erbärmlicher Priester wird eines solchen Relikts niemals würdig sein. Nicht so wie Yadari. Sie jagen etwas nach, was sie nie im Leben beherrschen können. Was ist diese Maske und wer ist Yadari? Yadari. Ich nannte sie Tosh Rakat, die Gründerin von Rudelheim und das erste Mitglied von Alkoshs Rudel. Sie trug einst die Maske, ja. Und ich vermute, ihr Leichnam bewacht sie noch immer. Doch nichts von dem spielt irgendeine Rolle. Es spielt sehr wohl eine Rolle. Euer Horn ist nach Shadari benannt. Es muss doch eine tiefere Bindung geben. Dann findet die Wahrheit selbst heraus. Falls ihr die Maske sucht, sprecht mit der Clanmutter von Kenarti. Es war ihr Tempel, der sich der sterblichen Überreste von Yadari annahm. In Ordnung, ich werde mit Clanmutter Tadali sprechen. Sucht die Maske, wenn ihr wollt. Ich kümmere mich um Ladvolon. Ja, dann macht das. Oh, noch eine Reise zu Mutters Tempel. Viel Spaß. Ich quäle mich nicht mit einem weiteren Anflug von Niedergeschlagenheit herum. Aelia geht. Tue ich das? Ich meine, natürlich gehe ich. Es ist beschlossen. Ihr beide geht zu Kenartis Tempel und sucht nach der Maske. Ja. Aska, Saji, ihr kommt mit mir. Ja, wir werden aber erst in der nächsten Folge zum Tempel reisen und dann werden wir mal schauen, was uns die gute Clanmutter Tadali uns zu der ganzen Sache, sagen kann. Ich hoffe, wir kriegen ein kleines bisschen Licht ins Dunkel. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir es in der nächsten Folge wiedersehen werden.